Und damit willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich habe jetzt die restlichen, also den restlichen Loot, den habe ich jetzt einräumen können. Unser Vorratsschrank ist auf jeden Fall wieder reichlich gefüllt. Das Schöne ist, bei Milk and More, wir haben ja auch noch nicht alles da rausgeräumt, ne? Also auf jeden Fall können wir schon mal festhalten, also das, was wir mitnehmen konnten, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Ausbeute. Es ist 4:50 Uhr, gefällt mir gar nicht. Schalt mal bitte den Generator ab. Und dann werden wir doch einfach mal ein bisschen Treibstoff hier reinfüllen. Wie schaut's aus? Generator-Info. Brennstoff haben wir jetzt zu 100%, Zustand 82%. Okay. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich in naher Zukunft mal ein paar ja, Wartungsarbeiten mal vornehmen müssen an dem Gerät. Schalten wieder ein. Ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt aber für unsere nächste Tour. Und da hatte ich ja auch gesagt, dass wir uns, sag mal schnell, den Vorschlag haben, dass wir uns den greifen werden. Pack mal bitte den Benzinkanister, den hau mal bitte hier rein. Für unser Vorhaben. So, der Vorschlaghammer. Wo ist der Vorschlaghammer? Natürlich wieder meine Ordnung. Guckt euch das mal an, ey. 319 Zigaretten sind hier drinne. Weil wir, ja, also wir können jetzt rauchen ohne Ende. Da ist der Vorschlaghammer. Den nimm mal bitte mit. Den werden wir noch brauchen. Der Original. 16. Krass, Mann. Über die Hälfte des Rucksacks ist voll. Rüste dich mal bitte, ja, den nimm mal bitte in die Hand. Rüste dich mal damit beidhändig aus. Eine Nahkampfwaffe haben wir dabei. Baseballschläger mit Nägel auch. Pass auf. Dann isst du jetzt noch eine Kleinigkeit. Ihr seht, das Lager ist voll. Wir können uns bedienen. Erstmal hier so ein schöner knuspriger Kuchen. Oder was das da darstellen soll. Hier haben wir auch noch einmal Müsli, ein Müsli-Riegel. Würde ich auch noch vorschlagen, dass wir davon einnehmen. Dass wir auf jeden Fall gesättigt in die ganze Geschichte da reingehen. Schneekugeln haben wir hier, haben wir noch einmal noch Schokolade. Die packen wir bitte ins Inventar. Dosenananas haben wir hier auch noch. Tauschen wir jetzt einfach mal kurz. Und dann sieht die ganze Sache auch wieder anders aus. So, 5:20 Uhr haben wir jetzt. Ich würde das gerne im Hellen machen wollen. Jetzt ist mir tatsächlich, es ist dunkel. Dunkel wie im Bärenarsch hier. Mal wieder. Spul mal kurz ein bisschen vor. Sieht schon imposant aus, wenn die Wolken da so, die Wolken an einem so vorbeiziehen. Also das ist schon, hat auf jeden Fall schon mal was. Oh, es wird neblig. Nebel des Grauens. Das passt mir überhaupt nicht. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass. Oh, und ihm ist kalt. Kühl. So ein Indikator dafür, dass der Helikopter nicht lange auf sich warten lässt. Also von daher, ich überspringe das jetzt einfach mal für euch. Was war das? Alter, ist das neblig. Also so kann ich unmöglich arbeiten, Leute. Was meint ihr? Aber man merkt schon, es ist halt kalt. Wir haben Herbst. Und ja. Wir müssen uns. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich mich darum kümmern, dass wir ja, wieder einen antiken Ofen haben und werden auf jeden Fall zurückfahren zu unserer ehemaligen Base. Beziehungsweise, wartet mal, rauch mal bitte auf. Einmal kurz einen Blick auf die Map geworfen, dann kann ich euch das besser zeigen. Wir fahren jetzt wieder dieses Stück hier zurück. Keine Sorge, das werde ich für euch überspringen. Das tue ich euch nicht an. Werden nicht zu unserer Base. Also theoretisch könnte man hier hinfahren. Ben's Cabin hat auf jeden Fall hier auch einen antiken Ofen. Ich möchte allerdings, möchte ich hierhin. Zu dieser Farm. Hier in dem Haus weiß ich, da gibt's einen antiken Ofen. Aber das alles in der nächsten Folge. Ich würde jetzt gerne den Nebel überspringen für euch und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Bis gleich. Jetzt wird es tatsächlich allmählich besser. Das ist der nackte Wahnsinn. Und das war ein Schuss. Scheiße, hat mich erschrocken, ey. Alter. So, okay, denk mal, das reicht jetzt auch. Mach mal bitte hier alles zu. Das mal die Info, die mach mal bitte weg. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg.
verplempern jetzt hier nicht noch unnötig Zeit. Denn deine Müdigkeitsanzeige, so wie ich das hier sehe, ist auch nicht gerade das Beste. Deswegen ein bisschen was reißen müssen wir. Wasserflaschen hast du auf jeden Fall noch drin. Und dann fahre ich auf jeden Fall wieder an den Ort zurück. Ich überspringe das jetzt einfach für euch, Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder einen Bogen fahren. Und dann sehen wir weiter. Bis gleich. So, wir sind da, Leute. Schauen wir noch einmal kurz. Einmal Rundumblick gemacht. Der Hunting Supply, wo war der jetzt nochmal? Hier vorne nicht. Setz mal die Karre ein Stück zurück. Könnt wetten, der war hier irgendwo. Genau, hier steht unsere andere, hier steht unsere andere Karre. Restaurant haben wir hier. Pass mal auf, mach mal bitte die Karre aus, steig aus. Dann werden wir erstmal hier ein paar knusprige Löcher reinhauen in den Zaun. Dass wir auf jeden Fall manövrierfähig sind. Zerstör mal bitte, zerstöre. Ja. Hier auf jeden Fall ein Stück von dem Zaun weg. So dass wir hier mit Autos durchkommen können. Und so werden wir auch vorgehen, wenn wir wieder Richtung, wenn wir rausfahren aus Louisville. Wir erinnern uns, wir haben da ja ein Loch reingeschweißt. Und da würde ich das Loch, was wir da reingeschweißt haben, das würde ich vergrößern. Wenn wir tatsächlich mit dem Pickup dahin fahren, dürfte ja klar sein, dann, wir brauchen einfach den Platz. Weil je größer die Karre, umso schlimmer. Okay. Ist das geil. Also dieser Vorschlaghammer, das ist so eine geile Geschichte. Einfach nur toll. Einfach nur genial, Leute. Natürlich ist hier warm. So. Weiter geht's. Und wir können hier smooth rauffahren. Geschmeidig, wie wir sind. Schnappen wir uns mal den Baseballschläger. Rüste dich mal bitte beidhändig damit aus. Wir dürfen uns hier nämlich, wir haben hier nämlich Kundschaft. Um die dürfen wir uns erstmal kümmern. Ich will hier in Ruhe arbeiten, ja. Natürlich sind wir auch überladen, weil der Vorschlaghammer im Inventar ist. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Wo sind sie? Sie kommen. Hier ist der Milk and More. Macht die Karre aus und wir steigen aus und kümmern uns einfach mal um die Kundschaft. Moinsen. Ich hab zu tun, Leute. Der Tag ist kurz. Sauber. Einfach nur sauber. So. Aber der Zombie, der hier beim Hunting Supply gegengehauen hat, der ist auch nicht mehr zu sehen. Der ist auch weg. Ist ja krass. Die seht langsam, wie der Zerfall hier so einsetzt. Hier auch mit den Häusern. Sieht auf jeden Fall schon mal spektakulär aus. Also die Häuser, die reißen jetzt hier so allmählich ein. Es ist einfach nur geil, Leute. Ich meine, gut, wir sind ja auch schon über einen Monat hier drin im Game, ne? Also im Game. Aber ich würde gerne mal erstmal die Lage hier sichern wollen. Ich gucke einfach mal einmal kurz hier hinter. Sieht aber gut aus. So, was ist hier? Ihr wisst ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das sieht sehr gut aus. Gefällt mir. Rüste dich bitte beidhändig mit dem Vorschlaghammer wieder aus. Muss ich doch einmal kurz lauschen, was hier so ist. Einen Moment. Es ist ruhig. Das hat aber nichts zu heißen, Leute. Das hat wirklich nichts zu heißen. Jetzt zerstörst du bitte hier die am besten ganz außen. Rüstest dich wieder mit dem Baseballschläger aus. Ja.
jetzt gehen wir immer kurz den Laden hier ab. Jetzt kommt Musik. Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Okay, okay. Sieht gut aus. Ich glaube, der Laden, der ist safe. Oh, Leute. Oh, Leute. Einkaufen, Leute. Einkaufen. Schrotpatronen. 9mm Patronen. 44er Magnum. 45er ACP. 9mm Magazin. Wir haben tatsächlich keine P9. Wir haben keine P9. 38er Spezial. 308er. Und mehr geht doch schon nicht mehr. Hier sind Waffen. Boah, und es nimmt kein Ende. Hier haben wir eine M9, meine ich natürlich. Eine Pistole. Naja, wir sind überladen. Ach, ja, ja. Das wird jetzt ein Tauziehen werden hier. Hin und her. Können wir auch gleich mal gucken, ob uns irgendwas gefolgt ist. Sieht allerdings gut aus. Wo ist der Wagen? Hier vorne. Machen wir uns mal leichter. Sprich, den Vorschlaghammer, den schmeißen wir auch mal hinten rein. Die Loot-Tour, die soll sich ja schließlich lohnen. Die Knarre, die hau hier mal rein. Sind da auf jeden Fall wieder, hier ist eine abgesägte noch. Die hau ich auch mal rein, dass wir schön viel Platz haben. Ich muss das jetzt langsam machen. Ich kann jetzt hier, ich würde jetzt ungern die Zeit vorspulen. Ich glaube, das ist Selbstmord, wenn du das machst. Oder wäre zumindest ziemlich dumm. Denn ihr wisst, hier kann immer einer rauskommen. Und dann haben wir nämlich das Nachsehen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Dafür sind wir jetzt schon viel zu weit gekommen, um uns durch so eine Dummheiten ja einfach mal, dass wir einfach mal uns unser Leben aufs Spiel setzen. Ich habe meine eigene Waffe hier auch mit reingelegt. Wir sind in einem Hunting Supply. Sollte da irgendwas sein, können wir davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall genug Waffen da haben. Also ist das jetzt nicht allzu schlimm für mich. Und hier stehen ja auch noch Autos, Leute. Also wir sind hier tatsächlich auf eine Quelle gestoßen. Was ist hier noch? Hier sind noch Zeitschriften drin. Oh. Es geht munter weiter. Ich nehme sicherheitshalber noch eine M9 mit. Das kann nicht schaden. Hier die ganze Munition. Die ganze Munition, Leute. Her damit. Hier haben wir noch Revolver. Ich möchte aber die größeren Geschichten haben. Patronen haben wir auch noch da. Hier haben wir auch nochmal knusprige Magazine. Nehmen wir auch mit. Grasen hier einfach mal alles. Ein Gewehr, das haben wir alles selber. Mir geht es rein um die Munition. Und Desert Eagle, die kann ich hier nicht liegen lassen. Die nehme ich mit. 45er ACP. Was haben wir hier noch? Hier haben wir eine weitere Pistole auch noch. Komm, da hauen wir uns. Da hauen wir uns richtig. Ja, komm, auch mit rein. Geil, geil, Leute. Her damit. Her damit, her damit, her damit. Munition, Leute. Munition. Wir decken uns ein. Wir decken uns richtig ein und können wahrscheinlich noch das ein oder andere mitnehmen hier, um einfach mal knusprig unsere Base, um unsere Base zu verschönern. Warum nicht? Hätte das schon gerne ein bisschen wild. Also, dass wir auch ja unseren Standpunkt so ein bisschen darstellen. Vitamine hast du hier auch noch. Okay, pass auf. Tauch mal bitte erstmal rein hier. Schöne Desert Eagle, ey. Das ist eine schöne Waffe. Hab mich ja letztens auch mit meiner Frau unterhalten. Hab zu ihr gesagt, stell dir mal vor, du machst mal einen Spielstand, wo du einen Pazifisten spielst. Aber Leute, da kann ich euch gleich sagen, das wird nicht passieren.
Das mache ich. Ich bin kein Pazifist, Leute. Ich bin absolut kein Pazifist. Und ich werde hier... Ich werde so eine Challenges auch nicht annehmen. Werde ich nicht machen. Ich bin kein Pazifist. Ich bin das Gegenteil davon eigentlich im Grunde genommen. Also zumindest was Waffen angeht. Ja. Und wie gesagt, wenn wir amerikanische Waffengesetze hätten, wäre ich ganz vorne mit dabei, ey. Darauf kannst du einen lassen, ey. Ungelogen. Ungelogen. Hier auch. Alles mitnehmen, Leute. Wir lassen hier keinen Stein auf dem anderen. Wir haben in der letzten Folge gesehen, was hier los ist. Also von daher, alles, was wir irgendwie kriegen können an Munition, nehmen wir großzügigerweise, nehmen wir das mit. Ich meine, uns gehört. Uns gehört jetzt dieser Laden hier. Ja. Also von daher werden wir uns natürlich auch daran bedienen. Dürfte klar sein. So. Weitere Patronen. Oh, hier auch. Ach, das ist Musik in meinen Augen, hätte ich jetzt fast gesagt. Musik in meinen Ohren irgendwo. Ich glaube, hier haben wir alles rausgenommen. Hier sind auch noch Waffen drin. Und so eine knusprige Halbautomat, so ein halbautomatisches Gewehr. Wäre ja auch mal nicht schlecht. Was ist denn das hier eigentlich? Weithändig aus. Waffen-Upgrade. Entfernen. Nee. Hier haben wir auch noch Munition. Geht aber schon gar nicht mehr. Sind nur noch Patronen. Das heißt, wieder raus, wieder entleeren. So wird das jetzt hin und her gehen. Aber vorher essen wir mal noch was. Wenn wir können. So. Wonach gelüstet ist uns wohl? Hier haben wir noch braunen Zucker. Komm, das rendert dir mal rein. Weil dieser Debuff hier, der sehr hungrig, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ist das erstmal verschwunden. So, was ist hier noch? Wasserflaschen, okay, ist geschenkt. Papiertüte. Was ist denn hier? Dosen, Brause, Orangenlimo. Und das wird wohl alles, ja, da habe ich mir gedacht, da ist alles verrottet drinne. In Kühlschränken. Käsenudeln, Müsli, komm. Knusper dir. 17.20 Uhr haben wir. Ja, wir haben den halben Tag eigentlich nur verplempert. Weil im Nebel zu kämpfen, ungelogen, Leute, wer das macht, ist lebensmüde. Das hat jetzt auch damit nichts zu tun, wie tough man ist oder was weiß ich. Ganz ehrlich, wenn man so in der Zombie-Apokalypse, wenn du so in der Zombie-Apokalypse rangehst, ne, hast du verloren. Hast du, auf ganzer Linie hast du verloren. Das muss ich einfach mal so sagen. Na, die Axt, die behältst du mal. Warte mal, was macht er? Räumt das jetzt alles schön knusprig rein? So soll es sein. Ja, das dauert jetzt so lange, wie es dauert. Die Axt, die brauchen wir. Die würde ich da jetzt ungern... Wir sind ja hier schließlich noch nicht fertig. Hier kann ja auch noch alles Mögliche passieren. Was ist hier noch drin? Ach, Leute, es geht munter weiter. Es geht wirklich munter weiter. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr. So viel Munition mal wieder. Brauchen wir aber. Wirklich für unsere Vorhaben brauchen wir das. Außerdem erinnere ich euch gerne daran, wir haben ja auch noch den Checkpoint. Den müssten wir auch noch in Beschlag nehmen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich will, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Und dafür ist mir jedes Mittel recht hier auch. Leute, einkaufen. Einkaufen ohne Ende. Es geht schon gar nicht mehr. Wir dürfen wieder raus. Wahnsinn. Sind hier nur am Hin und Her rennen. Ich glaube mal, das werde ich für euch skippen. Bis gleich. Ich habe jetzt den Laden zum größten Teil abgelootet. Nach weiterer Munition. Ihr seht,
Also wir sind fast komplett überladen. Wenn man sich das mal... 136 Kilo passen hier rein. Und wir haben den Laden fast abgelootet. Das sind nur noch Waffen, Mann, im Anschluss. Da ist noch ein hinteres Zimmer, was ich auch noch gerne in Beschlag nehmen würde. Alter, da geht schon gar nichts mehr rein, Leute. Wir können noch Sachen auf den Beifahrersitz packen. Ich denke mal, das werde ich jetzt auch machen. Das werde ich jetzt auch machen, wenn das geht. Okay. Da geht auf jeden Fall noch was drauf. Können wir einsteigen? Ja, perfekt. Das geht. So, dann geht's munter weiter. 18.40 Uhr, er ist müde. Unsere Kalorienanzeige, ja. Also, theoretisch gesehen müssten wir jetzt wieder zunehmen sogar. Aber ist ja auch mal schön, wenn er einfach mal, ja, nicht permanent hier mit einem Hungergefühl quasi rausgeht. So, weiterer Waffengurt. Schachtel. Weitere Schachteln mitnehmen. Mit Munition. Da würde ich gerne nochmal in die hintere Kammer gehen wollen und da auch nochmal gucken, ob wir da noch so rausziehen können. Hier ist auch noch Munition. Nice. Es geht schon wieder. Alter, Leute. Das ist der nackte Wahnsinn, was wir hier abgreifen. Die Schrotpatronen, die nimmst du bitte mit. Ist mir egal wie, aber das packen wir ein. Ja, Überladensymbol. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier auch Schachtel mit. Okay. Oh, es geht. Es nimmt wirklich kein Ende. Aber ich gucke jetzt einfach mal, so neugierig wie ich bin. Oh, ist das knusprig oder ist das knusprig? Ist das geil. Hier auch. Das kriege ich doch nie und nimmer alles mit, ey. Hier ist alles voller Munition, Leute. Alles voller Munition. Ich würde sagen, den Spot, den halten wir uns warm. Den halten wir uns wirklich warm hier. Weil ich denke, wir haben hier schon ordentlich was abgreifen können. Zumindest können wir sagen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, haben wir hier wirklich eine Art, ja, noch zusätzliches Waffendepot. Wo sind wir? Da. Okay. Hier. Können wir einfach mal dieses Symbol hier ranmachen und schreiben jetzt einfach mal hier hinter Zusatzdepot. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Des Weiteren würde ich gerne die Stelle im Zaun, die würde ich gerne markieren wollen. So. Da haben wir auf jeden Fall was gerissen. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, Leute. Gefällt mir wirklich sehr. Es geht hier schon gar nicht mehr. Jetzt kann ich vorspulen. Nice. Mach mal bitte... Warte mal. Rauch mal bitte eine. Alles eins nach dem anderen. Nichts mit Druck. Die Tankstelle, die haben wir uns soweit auch klar gemacht. Könnte man... Also eigentlich sind wir eigentlich... Ja, doch, das kann man wirklich so sagen. Wir sind gut aufgestellt, zumindest was die Ecke hier angeht. Was habe ich gesagt? Ich wollte die Stelle im Zaun, die wollte ich markieren. Wo war denn das noch gleich? Ein bisschen weiter hinten, glaube ich, ja, oder? Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Geil. Wo war denn das? Ach, hier, genau. Hier, wo wir jetzt sind, genau. Pass auf. Map. Machen wir... Ja, hier. So ein Kreis. Ja, doch. Jetzt wird das nur markiert bekommen. Den Vorschlag haben wir. Rüste dich bitte mit dem... Ach, der ist hinten, ne? Der ist hinten im Wagen.
da was? Nee. Muss mal gucken, wo der jetzt genau ist. Da. Beidhändig ausrüsten. Ja, das Chef möchte ich glauben, dass du jetzt überladen bist. Was mache ich jetzt mit dem Vorschlaghammer? Kann ich euch gleich zeigen. Ich hätte gerne einen weiteren Fluchtspot, den ich mir jetzt quasi freischlagen werde, mehr oder weniger. Und zwar hier an der Straßenecke, Leute. Ich habe keine Lust, wenn das Helikopter-Event kommt, dass wir hier so im Zickzack fahren. Und also rundum, ich will einfach einen weiteren Fluchtpunkt haben. So, stell dich mal bitte hier hin. Mach mal bitte den Motor aus. Sieht gut aus. Okay, pass auf. Dann demolierst du jetzt einfach mal hier diese Geschichte. Zerstöre. Macht natürlich Lärm. Dass wir hier zur Not auch runterkommen und beziehungsweise rauffahren können, wenn ein Helikopter-Event kommt. Ohne, dass wir jetzt Angst haben müssen. Okay, machen wir bitte weiter. Und hier genau dasselbe. Weil hier hinten kommt eine Farm. Das heißt, wenn sollte ein Helikopter-Event kommen und wir sind hier gerade zu schaffen, dass wir hier einfach abhauen können. Schön, schön... Schön weite Geschichte hier. Nice, das reicht. Das reicht alle Male. So, dann fahren wir knusprig, wie wir sind, fahren wir wieder zurück zu unserer Base. Entladen die ganze Geschichte. Und können wirklich ruhigen Gewissens sagen, jo, wir haben jetzt erstmal für unsere Verhältnisse, wir haben reichlich Munition. Konnten da auch wieder auffüllen. Haben noch ein zusätzliches Waffendepot. Boah, guck dir das mal an. Es nimmt gar kein Ende. Die müssen wir wirklich alle auf das eine Feld locken. Das ist wieder ein gottverdammter Clown. Die müssen wir alle wieder aufs Feld locken und ja, was weiß ich, abfackeln oder keine Ahnung. Also an diese Geschichte, da möchte ich ungern Munition vergeuden. Dann müssen wir die halt abfackeln. Scheißegal. Habt ihr gesehen, ein Molly genügt. Und wir müssen noch ein bisschen haushalten hier. Ey. Also haushalten mit unserer Karre. Aber wo die jetzt wieder herkommen, es ist... erschließt sich für mich nicht. Hier, sie auch. Fakt ist, eins, Tag 28 haben wir ja erreicht. Hier ist auch noch eine weitere Karre. Das Auto lasse ich jetzt einfach da mal stehen. Dass wir wenigstens sagen können, okay. Ach scheiße, ich weiß, was ich vergessen habe. Hm. Ja gut. Base-Verschönerung, aber das können wir ja immer noch zusätzlich in Angriff nehmen. Ich hätte gerne diesen Hirschkopf, den hätte ich gerne gehabt. Dann die Ami-Flagge, die hätte ich gerne gehabt. Und vielleicht den ein oder anderen Waffenschrank, aber gut, egal. Scheiß drauf. So Leute, ich räume das ganze Zeug jetzt rein und dann werde ich zusehen, dass wir, Alter, die Musik ist am Durchdrehen, dass wir uns quasi am nächsten Tag auf den Weg machen und uns um einen antiken Ofen kümmern, würde ich sagen, okay? Bis gleich. So Leute, ich habe es geschafft. Hab den ganzen Loot, den habe ich endlich rausräumen können, ja. Also ihr seht, naja, was heißt den ganzen, also da ist noch ein bisschen habe ich tatsächlich was. Und die Schränke hier, also die Kisten meine ich, die sind randvoll wieder mit Munition. Also haben wir da auch ein bisschen was reißen können. Ich muss sogar, aber lass mal bitte auf den Boden. Ich denke mal, ich werde neue Kisten bauen müssen. Einfach aus der Tatsache heraus, ja, seht ihr ja selbst, also es geht nichts mehr rein. Und ja, Wahnsinn einfach nur, Wahnsinn. Nimm dir mal bitte, das ist schon mal eine Geschichte für morgen. Wir packen uns mal 1, 2, 3, 4 Schachteln Schrotpatronen, die nehmen wir uns mal mit, sicherheitshalber.
Es kann ja unterwegs wirklich alles passieren. Hier haben wir die abgesägte. Die hau mal bitte. Nee, die ist im Rucksack drin, das ist gut. Nee, die ist da in dem Rucksack drin. Eine Doppelläufige haben wir hier. Wo ist denn unsere eigentlich hin? Ich glaube, die ist unten noch im Auto, kann das sein? Weißt du, willst eine rauchen? Kannst du auch noch, bevor wir ins Bett gehen. Ihr seht, es ist 23 Uhr im Game. Also, ich habe hier ordentlich was reißen können. Ordentlich was abtransportieren können. Es ist mitten in der Nacht. Da ist unsere natürlich. Das kommt selbstverständlich mit in den Rucksack. Die Axt, die nehme ich auch mit. Ich denke mal, ich werde Axt, die Axt werde ich auch mal ein paar Mal benutzen. Hier ist der Vorschlaghammer, keine Sorge, den nehmen wir selbstverständlich auch mit. Pack den mal ins Inventar. Dann haust du den hinten auf die Ladefläche rauf. Den werden wir nicht brauchen für morgen. Limo haben wir auch drinne. Also zu trinken dürfte eigentlich ausreichend da sein. So, steig bitte hoch. So, Essen können wir morgen früh immer noch. Würde ich sagen, rauch bitte eine. Und dann würde ich doch meinen, dass das echt ein schöner, ja, dass das ein gelungener Tag war. Wir haben uns die Taschen vollgestopft mit reichlich Munition und konnten auch ein paar Waffen abstauben. Auch Waffen, die wir nicht haben, ja. Sowas wie eine M9, so eine Anfängerwaffe. Ich bin echt davon ausgegangen, dass wir das tatsächlich haben, aber anscheinend, nee, haben wir nicht. Aber jetzt haben wir sie, ja. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allem bleibt am Leben. Bis dahin. Ciao, ciao.